Hier sehen wir quasi den elektrischen Strom, wie er fließt oder zumindest seine Auswirkungen. Heute erkläre ich Ihnen also im Detail, was eigentlich elektrischer Strom ist und wir kommen dann auch zum Widerstand und zur Spannung. Stromspannung, Widerstand ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, dennoch merke ich in Prüfungen immer wieder, dass die Leute das durcheinander schmeißen und letztlich nicht wirklich verstanden haben. Beim letzten Mal hatten wir ja die elektrische Spannung und das elektrische Potenzial kennengelernt, die elektrischen Felder. Das sind eigentlich schon recht komplizierte Begriffe, die sehr abstrakt sind. Stromspannung und Widerstand ist aber was, das kann jeder verstehen. Und das ist auch sehr nützlich im Alltag zu wissen, was es bedeutet, wenn man eine hohe Spannung hat und was es bedeutet, wenn man einen hohen Strom hat. Ich zeige Ihnen also jetzt nochmal im Detail dieses Experiment, was am Anfang schon lief. Also wir haben hier eine Spannungsquelle. Ich hätte auch eine Batterie nehmen können. Die Spannungsquelle liefert eine feste Spannung. Die wird in Volt angegeben, die sieht man in der oberen Reihe. Und der Strom, der dann fließt, der wird in Ampere angegeben. Die Spannung, die dieses Netz da liefert, ist hier über dieses rote und schwarze Kabel nach oben zu diesen Klemmen geführt. Die heißen Krokodilklemmen, wie Sie wahrscheinlich wissen. Dann habe ich mir eine Bleistiftmine genommen. Sie kennen ja diese Minenbleistifte, wo man die Minen rausnehmen kann. Diese Bleistifte hatten früher Blei, heutzutage nicht mehr. Im Wesentlichen bestehen die aus Graphit. Und Graphit ist ähnlich wie ein Draht, ein elektrischer Leiter, leitet allerdings nicht ganz so gut wie ein Metalldraht. Wenn ich jetzt die Spannung langsam hochdrehe bei diesem Netzteil, dann sehen Sie, es ist jetzt bei 2,5 Volt und es fließt ungefähr 1,5 Ampere. Und siehe da, das Ding fängt an rot und dann später auch weiß zu glühen. Das heißt also, ich muss schnell die Spannung runterdrehen, damit das Ding nicht verbrennt. Ich fahre jetzt nochmal die Spannung langsam hoch und dann sieht man wieder bei der gleichen Spannung fängt die Bleistiftmine an zu leuchten. Und wenn ich die Spannung dann noch weiter erhöhe, jetzt bin ich so bei ungefähr 2,7 Volt und ungefähr einem halben Ampere, da brennt das Ganze durch. Das heißt, da wird die Temperatur dieses Graphits so heiß, dass das Ganze schmilzt bzw. verbrennt. Jetzt ist die Verbindung unterbrochen und das Netzteil zeigt an, dass kein Strom mehr fließt, obwohl immer noch die Spannung dran ist. Das Ganze können wir jetzt auch in der Simulation wieder durchführen. Wir haben also jetzt hier einen sehr ähnlichen Aufbau. Wir haben unten die Spannungsquelle mit einer positiven und einer negativen Seite. Das ist in dem Fall jetzt in der Simulation beispielsweise eine Batterie. Eine Batterie liefert eine konstante Spannung. Dann haben wir einen Stromleiter, der den Strom obenrum und nach hinten wieder zurückleitet. Und im oberen Teil ist eben dann unser Graphitstab oder eben etwas Ähnliches. Wenn wir die Simulation jetzt durchführen, dann sieht man, sobald man das Ganze anschließt, fängt der Strom zu fließen, diese kleinen blauen Punkte. Das sollen also Elektronen sein. Die Elektronen kommen aus dem negativen Pol der Batterie heraus. Sie werden da quasi rausgedrückt, fließen dann durch den Draht, denn der Draht, der kann Elektronen transportieren und fließen oben auf die linke Seite, um dann im Pluspol der Batterie wieder zu verschwinden. Das heißt also, es ist wirklich ganz einfach. Elektrischer Strom ist nichts anderes als fließende Ladung. Wo immer eine Ladung sich bewegt, fließt also ein elektrischer Strom. Es ist also einfach nur die Anzahl der Ladungen, die da pro Sekunde durchfließen. Dieses Windrad links zählt quasi die vorbeifliegenden Elektronen. Physikalisch ist das ein sogenanntes Amperemeter und damit kann man die Stärke des Stromes, also die Menge der Ladung pro Sekunde, messen. Als nächstes können wir mal die Spannung erhöhen. Wie wir das auch beim Netzgerät machen können, haben wir eine Batterie, die eine höhere Spannung liefert. Dann fließen mehr Elektronen oben durch und wenn man die Spannung erniedrigt, fließen weniger. Wenn die Spannung umgepolt wird, dann fließt der Strom in die andere Richtung und wenn die Spannung null ist, dann fließt gar kein Strom. Das Ganze ist also doch sehr anschaulich und sehr einfach. Jetzt ist die Frage, wie kann man das verstehen, dass die Ladungen mit einer gewissen Anzahl pro Sekunde da durchfließen. Wovon hängt das ab? Wir haben gesehen, wenn man die Spannung erhöht, fließt mehr Strom, erniedrigt, fließt weniger Strom. Gibt es dazu eine plausible Erklärung? Und ja, die gibt es natürlich. Und zwar kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Im Draht oder auch im Graphit befinden sich Atome. Die Atome haben positive Kerne.
Wenn die Elektronen daran vorbeisausen, was passiert dann? Nun, die stoßen gegen die Atomkerne, so kann man sich das anschaulich vorstellen. Das heißt also, die negativen Elektronen und die positiven Kerne reagieren miteinander. Und wenn da viele Elektronen vorbeischießen, dann kommen diese Atome in Schwingungen und gleichzeitig geben die Elektronen eine gewisse Energie ab an die Atomkerne. Das heißt also, die Elektronen können da nicht einfach durchsausen, sondern die spüren einen Widerstand und deswegen heißt so ein Leiter, der die Elektronen abbremst, eben auch elektrischer Widerstand. Dann hängt es vom Material ab, wie groß dieser Widerstand ist. Das heißt also, wenn man Stoffe hat, wo die Abbremsung stark ist, hat man einen Stoff mit hohem spezifischen Widerstand. Und wenn man Stoffe hat, wo die Abbremsung nicht so stark ist, dann ist das ein kleiner Widerstand. Die Elektronen bringen Energie in diesen Widerstand rein und der Widerstand erhitzt sich deswegen. Das heißt, je mehr Strom und je mehr Spannung da drin ist, umso heißer wird der Draht und letztlich kann er dann eben auch zerplatzen. Das Ganze wird in der Glühbirne benutzt. Die Glühbirne ist nichts anderes als ein Draht, der so heiß ist, dass er vor lauter Hitze anfängt zu leuchten. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Zum Schluss fasse ich also nochmal all die wichtigen Begriffe zusammen, die wir heute gelernt hatten. Wir waren ausgegangen von der elektrischen Spannung, die wir letztes Mal kennengelernt hatten. Die elektrische Spannung erscheint im Alltag nicht in solchen Feldern, sondern wir haben sie als Alltagsgegenstand, zum Beispiel in Form von Batterien bei uns. Batterien erzeugen die Energie, die nötig ist, um die Elektronen auf diese hohe Spannung zu bringen. Dann haben wir gelernt, wenn wir einen Widerstand anschließen, dann entsteht ein elektrischer Strom. Der elektrische Strom wird in Ampere gemessen, ist nichts anderes als die Anzahl der Ladungen, die pro Sekunde vorbeifließen. Und dann kommt der wichtige Zusammenhang zwischen Spannung und Strom. Bei einem solchen Widerstand sind die beiden proportional zueinander. Das heißt, wenn die Spannung verdoppelt wird, wird auch der Strom verdoppelt. Wenn die Spannung halbiert wird, wird der Strom halbiert. Diese Proportionalität zwischen Spannung und Strom, die nennt man das eigentliche Ohmsche Gesetz. Der Widerstand ergibt sich dann in der Definition, wie sie hier unten steht, das Verhältnis von Spannung zu Strom. Und dieser Widerstand, der bekommt eine eigene Einheit. Statt Volt durch Ampere sagt man ein Ohm dazu. Anschaulich war es so, dass der Widerstand die Bewegung der Ladungen abbremst durch Stöße mit den Atomen im Draht. Wir haben gesehen, solche Widerstände erwärmen sich dadurch, dass die Energie der Elektronen abgegeben wird an das Material. Das heißt also, die Elektronen, die vorher Energie hatten durch die Spannung, die verlieren diese Energie. Sie können also Arbeit leisten und die Arbeit wird im Widerstand dann typischerweise in Wärme umgewandelt. Man kann sich ganz einfach überlegen, welche Energie wird denn da abgegeben? Wir haben ja letztes Mal gelernt, dass die Spannung die Energie pro Ladung darstellt, eine Art potenzielle Energie der Elektronen. Dann haben wir heute gelernt, dass Ladung pro Zeit den elektrischen Strom angibt. Und wenn man diese beiden Gleichungen jetzt multipliziert, dann steht da Spannung mal Strom ist also gleich. Und dann die rechte Seite, Energie durch Ladung multipliziert mit Ladung durch Zeit, dann kann man die Ladung rauskürzen. Und was bekommen wir dann? Dann bekommen wir heraus, dass Spannung mal Strom Energie pro Zeit ist. Energie pro Zeit kennen Sie aus der Mechanik. Das ist Leistung. Das heißt also, die elektrische Leistung, die die Elektronen hier leisten, die ist ganz einfach gegeben aus dem Produkt ihrer Spannung und dem Strom, den sie darstellen. Die Leistung, die ja immer die Einheit Joule pro Sekunde oder auch Watt hat, die berechnet man im elektrischen Fall dann eben einfach aus Spannung mal Strom, also Volt mal Ampere. Volt mal Ampere ist also das gleiche wie Watt. Damit haben wir all die wichtigen Begriffe, die mit Spannung, Strom und Widerstand zu tun haben, zunächst mal kennengelernt. Und wir können im nächsten Clip dann ein neues Feld aufmachen. Und dieses neue Feld, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann nicht mehr das elektrische Feld, sondern das magnetische Feld. Und Magnetfelder sind genauso wichtig wie elektrische Felder. Leider verwechseln viele Studierende das immer noch miteinander. Die erklären mir dann, also die Batterie hat einen Nord- und Südpol oder der Magnet hat einen Plus- und Minuspol. Das heißt also, es lohnt sich, das mal in Ruhe sich anzuschauen und die Unterschiede zwischen Elektrizität und Magnetismus wirklich zu verstehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.